Mein unsichtbarer Freund, Jesus, ist mein allergrößtes Vorbild. Denn Jesus setzt sich für arme Menschen ein, die in Not geraten sind. Jesus behandelt alle Menschen mit Respekt und Liebe und setzt alle Menschen gleich hin. Ganz egal, welche Hautfarbe oder Herkunft oder Religion. Jesus liebt Kinder und setzt sich für diese auch ein. Jesus kümmert sich um schwache und arme Menschen, aber auch für alle anderen, starke und reiche Menschen. Jesus löst wirklich jedes Problem. Ganz egal, in was für eine schwierige Situation du auch bist, man kann zu ihm kommen und sein Problem ihm erzählen. Er kümmert sich darum. Und vor allem kann man Jesus alles anvertrauen. Alles bleibt im Verborgenen und er sagt oder verrät auch niemanden die Probleme anderer. Jesus ist ein Gentleman und überlässt es uns, ob wir zu ihm kommen wollen oder nicht. Jesus ist der beste Arzt. Kein menschlicher Arzt kommt an die Sache ran, wo Jesus rankommt. Außerdem kann Jesus alles heilen. Selbst wenn Menschen keine Überlebenschancen mehr haben, kann Jesus das Unmögliche möglich und wahr machen. Jesus ist mein Manager, der für mich immer da ist, tags und nachts, und mit seinen unsichtbaren Freunden mir im Alltag zur Seite stehen. Das bedeutet, wenn ich dringend Hilfe und Kraft benötige, dann rufe ich Jesus an in einem Gebet und er kommt und gibt mir seinen Heiligen Geist, der mir die nötige Power und Kraft gibt, den Tag ohne Probleme durchzustehen. Sogar wenn ich oft nur 2 Stunden geschlafen habe und das Allerbeste ist, es funktioniert jedes Mal. Jesus hat viele unsichtbare Freunde, wie zum Beispiel den Heiligen Geist oder aber auch viele Engel, Klammerschutzengel, die uns immer auf jeden Schritt begleiten und uns niemals aus den Augen verlieren. Außerdem ist Jesus der allerbeste Suchtberater, den es gibt. Ganz egal, was für eine Sucht man hat, drogenabhängig ist, sexsüchtig ist, ob man spielsüchtig ist, Alkoholsucht hat, ob man nikotinsüchtig ist, also Raucher ist, ob man eine Essstörung hat und zu viel isst oder gar ob man viel zu dünn ist und eine Magersucht hat. Jesus kümmert sich um jede Sucht und hat noch jede Sucht ohne Probleme und ohne Medikamente gelöst und die Menschen geheilt und befreit. Jesus mag es, wenn man bittet und danket für das Leben, das wir geschenkt bekommen haben und dankbar sind. Und auch, wenn man ihm Lieder vorsingt und Worship-Musik hört, also Lobpreis und Anbetung für ihn macht. Immerhin ist Jesus für uns am Kreuz gestorben und hat unsere Sünden befreit. Wir müssen ihn nur als unser Retter und Erlöser annehmen und um Vergebung unsere Sünden bitten. Mein unsichtbarer Freund Jesus ist mein allerbester Freund. Das Schöne und Gute ist, dass Jesus auch dein bester und unsichtbarer Freund sein möchte. Du musst ihn nur dazu einladen und bitten, zu dir zu kommen und um Vergebung deiner Sünden bitten und auch in seinen Namen, also in Jesu Namen bitten, ihm seinen Heiligen Geist dir zu schicken. Und das kannst du überall tun, wo gerade du auch bist. Ganz wichtig ist auch, Vergebung deiner Menschen zu bitten, die dich vielleicht verletzt haben, denn dann wird auch dir vergeben werden. Das Allerbeste ist auch, dass es nichts kostet und du Jesus umsonst haben kannst. Jesus anzunehmen ist das allergrößte Geschenk, das wir haben können, und zwar wirklich jeder. Das vergessen wir nur immer wieder, leider. Lieber Vater, Jesus, ich bitte dich vom ganzen Herzen, allen Menschen, die das Video hören, zu segnen und dir deinen Heiligen Geist zu senden, die Menschen mit Liebe und Wärme, aber auch Freude volltanken und ihren Akku aufladen, dass diese Menschen gesund bleiben bzw. werden und dass sie alle ein erfülltes Leben bekommen werden. In Jesu Namen. Amen.